Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Was wohl heute wieder in meinem Kopf vorgeht? Ehrlich gesagt frage ich mich das jeden Tag und lange habe ich überlegt, welchen Avatar ich verwenden soll. Dabei habe ich in den letzten Monaten jede Menge Bilder gemacht. Wo wir jetzt auch schon bei der Frage wären, was willst du eigentlich? Auf diese Frage hatte ich nie eine Antwort, aber schauen wir mal, ob ich das in der Zukunft noch herausfinde. Für heute sage ich mal Bilder und Videos machen. Hauptsächlich meine Bilder und Videos. Und weil ich auch niemandem erklären kann, wie es in meinem Kopf aussieht. Hallo Leute, ich habe eine ganze Datenbank. Mit ich weiß nicht wie vielen Bildern, 155.000 hat sie gezählt. Die alle ich gemacht habe. Meist aus einer Laune heraus. Aber ja, genau das ist es, was sich in meinem Kopf abspielt. Gehen wir mal davon aus, dass ich alles doppelt und dreifach abspeichere. Oder auch mal versehentlich etwas lösche, bleibt vielleicht ein Drittel übrig. Also für die Zukunft, herzlich willkommen in meinem Kopf. Wenn mein Kopf mit mir redet, hat mein Gehirn Sendepause. Und da haben wir es, ein wilder Ritt durch die Achterbahn meiner Gedankenspiele. Jetzt seid ihr dran. Was spukt in euren Köpfen, wenn ihr die Augen schließt und einfach drauf losträumt? Kommentiert es, teilt eure verrücktesten Schnappschüsse aus der Welt hinter euren Stirnlappen. Beim nächsten Mal öffnen wir wieder die Tür zu diesem bunten Chaos, das ich mein Gehirn nenne. Bis dahin fragt euch, welche Bilder schießen durch euer Inneres, wenn der Verstand auf Standby schaltet? Tschüssikowski und denkt dran. In jedem von uns steckt ein Universum voller Kunstwerke, wartend entdeckt zu werden.